Willkommen zurück bei der Sauerländer Kleinbahn in Herscheid-Hüinghausen. Noch vor 4 Wochen waren die Mitglieder der Märkischen Museumseisenbahn guter Hoffnung, dass die Dampflokomotive Spreewald vom Deutschen Eisenbahnverein in Bruchhausen-Vilsen am Oktoberfahrtag den Museumszug der Sauerländer Kleinbahn ziehen wird. Doch es kam anders. Bei Lok Spreewald konnten noch nicht alle Wartungsarbeiten abgeschlossen werden. Dampflok Biberlis wartet derweil auf ihre umfangreiche Überprüfung, damit auch sie bald wieder grünes Licht bekommt. Als Ersatzzugmaschine stand diese Lok Nama zur Verfügung, die ihre Hauptuntersuchung hinter sich hat. Trotz der kurzfristigen Ankündigung in den Medien, dass Lok Spreewald nun doch nicht fahren kann, war der Andrang recht groß. Der Verein berichtet von gut besetzten Zügen. Für das leibliche Wohl wurde auch wieder gesorgt, Bratwurst und Pommes standen auf der Speisekarte. Weiter gilt es, die politische Entwicklung zu beobachten, um eine kurzfristige Entscheidung treffen zu können, ob Laternen- und Grünkohlfahrten im geplanten Umfang am 8. November stattfinden können. Benjamin Riedesel, stellvertretender Vorsitzender des Vereins, ist guter Hoffnung, dass die derzeit steigende Infektionskurve irgendwann wieder abflachen wird. Der Museumsbahner sieht dem Einsatz von Lok Spreewald in 4 Wochen positiv entgegen. Einem unter Dampf stehenden Museumszug steht demnach nichts im Wege. Der Eisenbahnverein hält auch weiter an den Plänen fest, die Nikolausfahrtage Ende des Jahres stattfinden zu lassen. Nun genießen Sie noch ein paar Impressionen. Ich melde mich in 4 Wochen wieder vom Bahnhof in Hüinghausen und berichte über die aktuellen Ereignisse. Haben Sie Lust, einmal mit einer historischen Eisenbahn zu fahren? Dann können Sie sich unter dieser Internetadresse informieren. Ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.